Ja, so kurz ist es erträglich, aber wenn ihr es die ganze Zeit sehen würdet, das geht. Und wie finden wir jetzt das? Das ist doch ganz manierlich, oder? Ja. Finde ich auch ganz gut. Ja, ne? Jetzt, ich habe hier schon ein bisschen die Titten wieder hoch, weil die fallen im Laufe der Zeit immer so. Aber jetzt geht's wieder. Wie wär's, ich bin Nabucco und ihr seid meine Gefangenen? Ja? Bevor wir loslegen, müssen wir Folgendes machen. Ihr müsst euch jetzt für euch alleine überlegen, ob ihr mehr in einem Männerkörper zu Hause seid oder eher in einem Frauenkörper zu Hause seid. Ihr müsst es niemandem erzählen, ihr müsst es für euch entscheiden. Ich zwinge niemanden zu einer Entscheidung, sondern nur ihr für euch selber. Ihr könnt euch auch morgen wieder umentscheiden. Okay, würdest du mir eine Flöte machen? Da gibt es so dramaturgische Längen von diesem Verdi und da müsstest du dann so machen. Genau. Also einfach nur Flöte spielen, in dem Augenblick, in dem ich so mache. Und dann gucken die nämlich alle auf dich, damit es ein bisschen von mir weggeht. Weil das ist, da mache ich einfach nichts, da ist nichts. Okay, cool. Also wenn ich so mache. Gut. Ihr überlegt euch schon mal, okay? Und wir fangen jetzt mal an. Es hat auch ein langes Vorspiel, also ich erkläre noch ein bisschen ins Vorspiel rein. Okay, die Herren am der Musik, bitte. Übrigens die gleichen Akkorde wie ganz am Anfang des allerersten Stück, könnt ihr euch erinnern? Auch Verdi, nicht? Bin ich mal ehrlich. Gestern hat genau an der Stelle eine gesagt, ja. Du saß auch da. Da war ich beeindruckt, deswegen habe ich heute nochmal gefragt. Okay, also Verdi wiederholt sich gerne selber, aber wenn er es gut macht, ist er auch wurscht. Flöte. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Nee, das ist eine Karotte, eine Flöte geht so. Thank you.
außer